Die Sauer 404 aus Deutschlands ältester Waffenschmiede. Und was es mit diesem Gewehr auf sich hat, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Die Sauer 404 hat ja für viel Aufmerksamkeit gesorgt, als sie an den Markt kam. Und was diese Büchse alles so kann, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Im Vorderschaft der 404 ist ein Universalschlüssel untergebracht. Damit lässt sich sehr einfach der Vorderschaft und der Hinterschaft lösen. Mit ein paar Umdrehungen ist der Hinterschaft genauso schnell wieder fest montiert. Mit nur einem Handgriff ist der Schlüssel im Vorderschaft zurück und fungiert sofort wieder als Riemenhalter. Nachdem der Vorderschaft abgenommen ist, befindet sich auf der linken Seite des Gehäuses die Einstellung für das Abzugsgewicht. Hier gibt es vier Einstellungsmöglichkeiten für die Abzugsgewichte von 550 bis 1250 Gramm. Die 404 ist modular aufgebaut, das heißt, es lassen sich viele Bauteile schnell und problemlos austauschen. So kann über drei Klemmschrauben und dem Kombi-Element der Lauf gelöst werden und ausgetauscht werden. Die offene Visierung lässt sich in der Höhe und in der Seite verstellen. Die Sauer 404 ist in ihrer ganzen Erscheinung ein überaus elegantes Gewehr. Der Hinterschaft besitzt eine von Sauer neu gestaltete Backe und einen ausgeprägten Palm Swell am Pistolengriff. Die Kammer mit Sonnenschliff verriegelt direkt im Lauf. Der Handspanner auf dem Schlösschen bietet absolute Kontrolle über das Entsichern und Sichern der Waffe. Die 404 verfügt über eine Kammersperre, das heißt, ein versehentliches Öffnen der Kammer ist nicht möglich. Erst das leichte nach vorne Schieben des Spannschiebers ermöglicht ein Öffnen. Um die Kammer samt Verriegelungskopf herauszunehmen, muss nur der kleine Fanghebeltaster hereingedrückt werden. Den Kammer- oder Verriegelungskopf kann man leicht von der Kammer trennen. Ein Austausch ist zum Beispiel bei einem Kaliberwechsel von Medium auf Magnum nötig. Das Abzugszüngel ist sehr individuell einstellbar. Stufenlos justierbar, der Verstellweg beträgt längs 8 mm und der Schwenkbereich jeweils 5 Grad. Der Gewehrriemenhalter am Hinterschaft lässt sich mit einem Schnellverschluss blitzschnell abnehmen. Genauso schnell geht das wieder dran machen. Am Universalschlüssel, der gleichzeitig der vordere Riemenhalter ist, bietet sich ein Schnellverschluss direkt am Gewehrriemen an, hier zum Beispiel ein spezieller Gurt von dem Hersteller Nigelo. Die Magazinsicherung MagLock ist durch ein hör- und spürbares Einrasten des Auswurfknopfes intuitiv bedienbar und verhindert das ungewollte Auswerfen des Magazins. Das Standardmagazin fasst, wie hier im Kaliber 300 Winchester Magnum, 2 Patronen, in der Medium-Ausführung 3 Patronen. Die Sauer Universalmontage ist in ihrer niedrigen Bauweise und in ihrer praktischen Bedienbarkeit hohe Ingenieur- und Fertigungskunst. Aber was bringt die ganze tolle Technik, wenn sie in der Praxis nicht funktioniert? Und Jäger, eines kann ich euch sagen. Die 404 ist in der Praxis genauso unglaublich gut wie ihr gesamter technischer Eindruck. Ich konnte sie ausgiebig in Namibia beim Longrange-Shooting und auf der Jagd schießen und war von der Präzision schlicht begeistert. Weitschüsse bis zu 800 Meter fanden ihr genaues Ziel. Und mit der 404 verbindet mich nun mein erstes erlegtes afrikanisches Wild. Aber das saubere Repetieren muss allerdings auch mit der 404 durchaus geübt werden.
Mein Fazit: Mit der 404 hat Sauer eine richtig leistungsstarke Büchse am Start, die mit vielen technischen Raffinessen ausgestattet ist, die gleichzeitig auch einen sehr hohen jagdpraktischen Nutzen haben. Sauer Universalmuschel, mit der sich die Waffe sehr einfach und schnell zerlegen lässt. 4 Abzugsgewichte, die Sicherung des Magazins, die Handspannung auf dem Schlösschen, aber absolutes Highlight auch ganz klar die Sauer Universalmontage, kurzum genannt, sehr präzise. Also alles im Allen ist das Gewehr ein richtiges Schmuckstück, super hochwertig, sehr präzise in der Schussleistung. Ich persönlich bin total begeistert. Ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut sie euch einmal an oder testet sie am besten. Ich bin mir sicher, ihr werdet ähnlich begeistert sein. In diesem Sinne, bis bald und Weidmannsheil.